Bauherr des Umbruchs, Architekt des Erfolgs, Uwe Krupp. Dem wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähigen Verein und seinen Fans hat er das Selbstvertrauen zurückgegeben. Das sportlich nicht mehr konkurrenzfähige Team hat er wieder zu einem Titelanwärter gemacht. Krupp hat Weltstars wie Marco Sturm nach Köln gelockt. Dessen sportliche Heimat ist die NHL. Von Heimweh allerdings keine Spur. Die Arena, Zuschauer, Trainerstab, Trainingshalle, es ist das Ganze drumherum ist schon fast schon wie drüben und das gefällt mir am meisten. Ja. Großer Sport und große Namen in der Lanxess Arena. Die Haie locken wieder. Als nächstes Finale Köln gegen Berlin. Großer Sport und große Gefühle. Garantiert. Im Sport geht es ja auch immer um Drama und das ist schon gutes Kino hier, großes Kino. Köln, Berlin im Finale, ich glaube, das ist gut für die Liga, das ist gut fürs deutsche Eishockey und ich glaube, insgesamt wird es eine super Serie. Don Jackson, der Berliner Trainer. Er ist ein Vorbild für Uwe Krupp, wie überhaupt die Eisbären. In 5 Jahren 4-mal Meister in der DEL. Das Playoff-Finale 2008 gewinnt Berlin souverän gegen Köln. Das Viertelfinale im vergangenen Jahr deutlich. Für die Haie gleich mehrere Rechnungen offen. Hey, natürlich wollen sie die Wurst, aber das ist ja völlig okay. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber im Gegensatz zu früher, ich meine, beide Mannschaften sind komplett anders. Und von daher ist da kein Vergleich, kein großer. Bei den Eisbären schauen die Kölner genau hin, als sie vor 2 Jahren den Neuanfang planen. Auch mit Spielern aus Berlin wie dem Stürmer Alexander Weiß. 4-mal Meister unter Don Jackson. Sehen wir uns schon mal. Er ist auch in Berlin, hat eine Wohnung. Aber generell in Playoffs gehört sich das einfach nicht und von daher gar kein Kontakt. Berlin ist immer stärker geworden über die Saison hinweg. In den Playoffs haben sie mit Hamburg und Krefeld den 5. und 3. der Hauptrunde ausgeschaltet. Nun alles Makulatur. Auch, dass auf Seiten der Kölner der beste Goalie der Hauptrunde wartet. Ja, Torhüter sind immer sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Also, gerade in Playoffs ist es halt immens wichtig für eine Mannschaft, dass man einen guten Rückhalt hat. Ich denke, wir haben mit Rob Sepp auch einen sehr, sehr guten Torwart, der sich in Playoffs auch nochmal gesteigert hat. Und letztendlich werden am Ende Kleinigkeiten den Unterschied machen. Für den Unterschied hat Danny aus den Birken zuletzt häufiger gesorgt. Er ist der Rückhalt der Haie. In den Playoffs knüpft er, wie die ganze Mannschaft von Uwe Krupp, nahtlos an die Leistungen der Hauptrunde an. Und dann ist da ja auch noch Marco Sturm. Gegen Berlin erlebt er seine erste Finalserie als Eishockey-Profi. In den Playoffs spielt er bislang überragend für die Haie. Für wen er nach dem Finale spielen wird, das weiß er nicht einmal selbst. Ich werde mich auch kurz nach der Saison auch nicht entscheiden. Also es wird ein längerer Prozess sein, wo ich speziell mit meiner Familie eben auch bereden muss und auch dann sehen muss, was für Optionen dann überhaupt generell hier sind. Und dann werde ich mich irgendwann einmal entscheiden. Ja. Ich bin absolut zufrieden mit seiner Leistung. Ich glaube, er hat einen sehr positiven Einfluss auf unsere Mannschaft, auch in der Kabine. Also auch wenn jetzt nicht Eishockey gespielt wird, ist er einfach mit seiner Erfahrung, mit seiner Persönlichkeit, die Persönlichkeit Marco Sturm hilft uns und passt gut in unsere Mannschaft rein. Und ich glaube insgesamt, dass er Spaß hat und in allen Bereichen klappt es gut. In allen Bereichen klappt es derzeit auch auf dem Eis. Stellvertretend dafür Marcel Ohmann. Der Stürmer aus der 4. Reihe hat schon 4 Playoff-Tore auf dem Konto. Uwe Krupp hat eine Top-Mannschaft geformt. Und jetzt gegen Berlin? Favorit? Außenseiter? Oder doch Augenhöhe? Wenn wir von unserem System so weiterspielen wie bisher und einfach unseren Weg gehen, dann glaube ich, wird es auch schwer, uns zu schlagen. Also von daher ist die Serie ziemlich ausgeglichen. Ja. Augenhöhe, glaube ich. Absolut Augenhöhe. Ich glaube, dass Berlin in der Offensive natürlich bärenstark ist, aber dass wir uns nicht zu verstecken brauchen und wenn wir unser Spiel spielen, dass wir eine absolut kämpferische Chance haben. Haie gegen Eisbären, Köln gegen Berlin. Favoriten, Fehlanzeige. Wobei,
nicht für den Titelverteidiger. Ich denke, beide sind Favoriten auf dem Titel. Also, ich meine, sind im Finale, dann ist jeder Favorit auf dem Titel oder nicht? Boah, das war jetzt ziemlich schlau. Ja. Die Ausgangslage ist also klar, mehr oder weniger. Sicher ist, es wird heiß am Sonntag in der Lanxess Arena.